Mit dem Kriegsausbruch ist das gewohnte Leben vorbei. Die Sorge um Peter ist groß, die Ungewissheit fast unerträglich. Mein lieber Junge, bekommst du unsere Karten? Es ist ein merkwürdiges Gefühl, dass alles, was man schreibt, dich vielleicht gar nicht erreicht. Wo magst du sein? Es ist, als ob man in den Nebel denkt. Käthe Kollwitz kann nur erahnen, wo sich Peter gerade befindet. Ihr Sohn ist mittlerweile in Westflandern, Belgien. Seine Einheit soll das kleine Städtchen Diksmuide am Fluss Eiser angreifen. Er schreibt, sie hören schon Kanonendonner. Ich denke an Peter. Wo ist er? Friert er? Hungert er? Ist er in Gefahr? Als Käthe Kollwitz dies schreibt, ist ihr Sohn bereits tot. Gefallen in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1914 im Alter von 18 Jahren in der ersten schweren Flandernschlacht. Er stirbt nach nur 4 Tagen an der Front, als erster seines Regiments. Erst am 30. Oktober bekommen seine Eltern die Nachricht, ihr Sohn ist gefallen. Jahre später wird Käthe Kollwitz den Verlust ihres Sohnes in ihrer Kunst verarbeiten. Die vielen Freiwilligen, vom Tod gezogen, hält sie in ihrer Holzschnittfolge Krieg fest.